Schönen guten Morgen, liebe Teilnehmer des heutigen Forums. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus Sicht der DEG und freue mich darüber, dass Sie an diesem Forum dran teilnehmen, welches das Thema trägt: Pflanzenschutz mit Restriktionen, wie damit umgehen, wenn immer weniger Wirkstoffgruppen der Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Mein Name ist Florian Schiller. Ich bin hier am Internationalen Pflanzenbauzentrum der DEG und werde Sie heute durch das Forum führen. Ich freue mich auch darüber, dass wir heute sehr gute Referenten für unser Forum gewinnen konnten. Die werde ich jetzt kurz vorstellen und ich werde dann mit den Referenten natürlich dann durch die einzelnen Informationen, die Ihnen übermittelt werden, geben. Im Vorfeld, bevor ich die Referenten vorstelle, animiere ich Sie bitte nachher auch, wenn Sie dann die Informationen von den einzelnen Referenten erhalten, durch Ihre Präsentation, Fragen zu stellen im Chat, die wir anschließend beantworten können. Genau, dann beginne ich damit. Ich begrüße Herrn Dr. Bernd Rodemann und freue mich, dass Sie heute mit an Bord sind. Herr Dr. Bernd Rodemann ist im Institut für Pflanzenschutz und Ackerbau und Grünland im JKI, also Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Dort ist er wissenschaftlicher Direktor und stellvertretender Institutsleiter und hat seine Aufgabenschwerpunkte in der Leitung von Fachausschüssen für Pflanzenschutzmittelresistenzen, die Bewertung von Wirksamkeiten, von fungiziden Einsätzen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sowie bei der Bewertung von Resistenzen und vieles mehr. Schön, dass Sie heute da sind. Des Weiteren engagiert sich Herr Rodemann auch mit seiner Fachexpertise als ehrenamtliches Mitglied bei uns im DLG-Ausschuss für Pflanzenschutz. Und wir freuen uns schon auf Ihren Vortrag, wo Sie uns dann ein bisschen die Wirkstoffe im Umfeld der Zulassung und die Wirksamkeit näherbringen. Zusätzlich begrüße ich auch Herrn Helmut Bleckwehn, unserem Praktiker hier in der Runde. Herr Bleckwehn ist Landwirt und Geschäftsführer der Dexterra GmbH und Co. KG mit Sitz in Garmissen im Landkreis Hildesheim in schönen Niedersachsen. Herr Bleckwehn ist somit praktizierender Landwirt und seine Hauptschwerpunkte im Anbau liegen im Kartoffelanbau, im Weizen, Zuckerrüben, in der Gerste und im Mais. Des Weiteren ist Herr Bleckwehn auch ein engagiertes DEG-Mitglied und arbeitet auch engagiert in unseren Ausschüssen mit, wo er auch als stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Pflanzenschutz uns mit seiner Fachexpertise begleitet. Ja, und zudem begrüße ich auch Herrn Stefan Deike und freue mich auch, dass Sie heute hier sind. Herr Stefan Deike ist Geschäftsführer der Landberatungs GmbH, in welcher er als Spezialberater unterwegs ist im Pflanzenbau und Ackerbau. Die Landberatungs GmbH ist ein Beratungsunternehmen, was es schon sagt im Namen, mit in den Bundesländern in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Brandenburg mit sehr vielen Schwerpunktgebieten von der Betriebswirtschaft bis zum Ackerbau. Ja, und Herr Deike gibt uns heute einen Einblick in die strategische Ausrüstung der Fruchtfolgegestaltung, wie damit umgehen mit den Restriktionen und den wegfallenden Wirkstoffen, wie können wir das umsetzen. Ja, so viel, wie gesagt, zu den Referenten. Ich freue mich, Sie dabei zu haben und würde dann schon an Herrn Dr. Rodemann übergeben, damit er seine Präsentation halten kann. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte und für die sehr nette Begrüßung. Sie hatten ja gesagt, dass meine Aufgabe darin besteht, heute doch eher den Rahmen abzubilden mit dem Bereich der verfügbaren Mittel und Pflanzen und Wirkstoffe. Und so habe ich das auch gesehen als Aufgabe des Julius-Kühns-Instituts hier als eine der beteiligten Behörden im Rahmen des Zulassungsverfahrens. Hier geht es eben um Pflanzenschutz und Restriktionen. Und ich würde ein bisschen den Rahmen vorgeben, damit wir nachher dann in die Praxis und die Übertragung dieser Restriktionen sprechen können. Dann bitte ich um die nächste Folie. Das BML hat ja in seiner Ausrichtung gesagt, dass sie also den Pflanzenschutz in Zukunft eben stärken will, aber natürlich auch gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen, Umweltwirkungen reduzieren will. Dazu ist eben, wie gesagt, in 2030, man sieht das jetzt, Sie müssten bitte durchklicken, soll die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden. Und Pflanzenschutz wird zukünftig eher als ein Gesamtsystem im Ackerbau zu sehen sein, nicht als Einzelsystem. Dazu gilt es natürlich, viele Dinge zu verändern, was Entscheidungshilfen, Prognosemodelle sind.
und um hier einfach Pflanzenschutzmittel punktgerecht und zielgerecht eben noch zu, ja, auszubringen und einfach auch den Input eben zu reduzieren. Das geht natürlich mit digitalen Methoden, natürlich kann man hier einsetzen, wie man es in den nächsten Zeilen sieht. Und natürlich soll das in Verbindung mit der Resistenzforschung, die hier gestärkt werden, die Basis sein soll in Zukunft, vorangetrieben werden. Natürlich darf das aber auch nicht zulasten der Ökonomie gehen im Pflanzenbau. Das sind so die Rahmenbedingungen, die wir haben. Dennoch haben wir, wenn Sie auf die nächste Folie schauen, natürlich diverse Probleme. Das heißt, eigentlich würde man sagen, wir haben natürlich genügend Mittel zur Verfügung. Das sind natürlich korrekte Zahlen, aber mit diesen Zahlen kann man auch irreführende Meldungen verbreiten, denn eigentlich ist es eher so, dass wir mehr Bekämpfungsprobleme haben und derzeit auch versuchen, über Notfallzulassung dieses zu regeln. Notfallzulassungen sind sehr schwierig. Sie wissen, es muss ein Notfall vorliegen und das ist sehr schwer jetzt einzustufen und wird auch sehr kritisch gesehen. Das könnte dazu führen, dass wir in Zukunft eben Bekämpfungsmöglichkeiten verlieren, eben durch diese Einschränkung. Und das könnte eben im regionalen Anbau zum Verschwinden von Kulturen führen, wie man in dem weiteren Darstellung der Folie sehen kann. Das heißt also, wir haben dann Verlust von systemrelevanten Anwendungen in der Lückenindikation, werden wahrscheinlich weniger Möglichkeiten für die Minor Users haben. Und auch letztlich ist die Verfügbarkeit von Alternativen, die wirklich eine Alternative darstellen können, wird derzeit ein bisschen überschätzt. Denn normalerweise würde man sagen, wenn Sie auf der nächsten Folie weiterklicken, dann sehen Sie auch die Anzahl der Wirkstoffe in den letzten Jahren. Eine Auswertung aus 2019 bei uns im Hause hat gezeigt, dass wir eigentlich zunehmende Tendenzen an verfügbaren Pflanzenschutzmittelwirkstoffen haben. Das ist natürlich immer, erstmal sagt man, sieht das sehr gut aus, aber was steckt da wirklich dahinter? Und das kann man auf der nächsten Folie durchaus sehen, wenn man einfach mal schaut, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt. Wir haben jetzt zwei Abbildungen, einmal die chemischen Wirkstoffe, die praktisch nach Umstellung der 91/414, 1993/92 deutlich abgenommen hat, eben weil viele Wirkstoffe zum Teil nicht verfolgt worden sind, weil eben die Relevanz nicht da war, sodass wir praktisch von 700 auf 150 Wirkstoffen im Jahre 2020/21 gekommen sind. Man hatte gehofft, in der Zeit natürlich eine deutliche Zunahme im Bereich der biologischen Wirkstoffe zu bekommen. Aber hier ist es so, dass in den letzten Jahren, dass in den letzten 10 Jahren das sehr, sehr stagniert, dass es irgendwie um 120 Wirkstoffe da sind. Das heißt also, das ist ja nicht eher die Realität. Und ich möchte das an einem konkreten Beispiel festmachen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, die Bekämpfung Ramularia in Gerste, kann man auf der nächsten Folie erkennen. Dann würden Sie einen ersten Blick sagen, jawohl, wir haben hier relativ verschiedene Wirkungsgruppen aus dem Bereich der Carboxamide, Strobilurine, Azolef, die jetzt einfach auch dann so zugelassen sind. Dann sehen Sie aber schon in den roten Balken markiert und auch mit CFS hintergeschrieben, dass bestimmte Wirkstoffe eben als Kandidat für Substitution eingestuft sind. Das heißt also, sie sollen ersetzt werden aufgrund eben eines Malus, aufgrund eines Kriteriums, was zum Cut-off führen würde. Das heißt also, wenn Sie draufklicken, dann würden diese drei Wirkstoffe schon mal wegfallen. Und wenn man dann reinschaut, was wirkt denn derzeit aufgrund der aktuellen Wirksamkeitssituation bezogen, sagen wir mal, wenn wir Resistenzen heranziehen, dann sehen wir, dass bei den Carboxamiden, wenn Sie einmal klicken, sehen, dass die Wirkung eigentlich eher moderat bis eher abnehmend ist. Wenn Sie dann schauen, was dann noch bleibt mit einem nächsten Klick, dann sehen Sie, dass wir bei den Strobiluriden keine Wirkung haben. Die anderen Wirkstoffe, das sind eigentlich Wirkstoffe, die sind in Produkten zugelassen, die aber keine Wirksamkeit gegen Ramularia, Kolozyklin, Gerste aufweisen. Das heißt also, derzeit ist es halt so, mit den aktuell zugelassenen Wirkstoffen haben wir nur zwei Wirkstoffe, die dies wirklich sehr gut abbilden können. Man hofft natürlich in Zukunft vielleicht dann doch über Multisite nochmal eine Alternativlösung zu bekommen mit einer regulären Zulassung. Aber dennoch aufgrund der Anpassung des Erregers und der Kenntnisse, die wir haben, ist das Bild hier eher klarer dargestellt, als wie es die Anzahl der Wirkstoffe und Mittel eben wirklich widerspiegelt. Wenn man dieses zugrunde legt, dann sieht man auf der nächsten Folie einen Ausdruck, eine Auswertung, die wir über die Jahre gemacht haben, dass das natürlich zu einer Anpassung der Schaderreger führt. Das heißt also, wir verlieren eben die Möglichkeiten, bestimmte Schaderreger zu bekämpfen. Es beginnt mit Sensitivitätsverlusten, es bringt Punktmutationen oder auch ein Shifting bestimmter Reger. Das heißt, wenn Sie Ramularia sehen, unten in der letzten Zeile für Gerste, haben wir sicherlich das Problem bei Strobilurien schon. Es ist eigentlich durch, kann man so sagen. Das heißt also, wir haben eine sehr hohe Frequenz von Mutationsraten. Und bei den Azolen fängt das an und beginnt auch zu shiften, genauso wie bei den Carboxamiden, dass uns also nicht sehr viel bleibt. Und das führt eben dazu, wenn wirklich die Wirkstoffe nicht da sind und es sehr stark eingeengt wird und wir uns nur auf wenige verfügbare Wirkstoffe konzentrieren müssen. Das heißt, wir brauchen schon auch für die Zukunft eine große Bandbreite an Wirkstoffen mit einer verschiedenen Mode of Action.
auf einer nächsten Folie von meinem Kollegen Herrn Dr. Heimbach, der schon im Ruhestand ist, hier ein Auszug. Da sieht man das am Beispiel der Insektizide, dass hier eigentlich die Situation noch dramatischer ist. Wir haben nur Pyrethroide in dem Fall. Wir haben einige Wirkstoffe wie Thiacloprid, die auch nicht mehr verfügbar sind. Also es schränkt sich hier noch weiter ein. Und das eben die Entwicklung für neue Wirkstoffe ist sehr, sehr verhalten, sodass eben hier an diesem Beispiel sogar die Situation noch kritischer zu bewerten ist, wie vielleicht bei den pilzlichen Erkrankungen. Und eben hier doch gezeigt werden soll von mir, dass eben eine breite, große Bandbreite an Wirkstoffen notwendig ist und das auch in Zukunft umgesetzt werden muss. Und eigentlich ist dies auch so gefordert, wenn Sie an die nationales Aktionsprogramm denken, dass hier gesagt wird, es sollen viele Wirkstoffe verfügbar sein. So, denke ich mal, beißt sich das hier ein bisschen für den integrierten Pflanzenschutz. Wenn ich auf die letzten Folie schaue und ein bisschen in die Zukunft blicke, muss natürlich auf jeden Fall Pflanzenschutzmittel da. Wir brauchen auf jeden Fall Wirkstoffe mit verschiedenen Wirkmechanismen, dass man also hier diese verschiedenen Mode of Action nutzen kann. Wir werden auch sicherlich eben die stärkere Nutzung von Biologicals, Biostimulantien ist ja sehr kritisch, kommen ja eigentlich aus dem düngenden Nährstoffbereich oder andere Naturstoffe, die aber auch mit der Bekämpfung von im Schadorganismen in Zusammenhang gebracht werden, einsetzen können. Das heißt allerdings auch, dass wir für unser Pflanzenschutzmanagementsystem nachdenken müssen. Vielleicht kann man es mal sagen, es braucht eine neue Definition des integrierten Pflanzenschutzes, weil die Produkte anders wirken, anders einzusetzen sind und einen höheren Aufwand für den Praktiker und die Beratung erfordern. Sicherlich kann man einiges über digitale Techniken abbilden und das auch noch vorantreiben und das vielleicht auch dahin bringen, dass wir sogenanntes Spot-Spraying machen, also nur da, wo wirklich Befall ist und nicht unnötige Mengen ausbringen. Generell würde ich sagen, ist es natürlich so, die Basis für die Zukunft wird als Sorte gesehen, die Resistenz, es wird sehr viel geben, wird nicht alles abdecken können, aber sie wird die Basis sein können, hier eben mit verschiedenen Kulturarten in einer Vielfalt zu sein, hier um Krankheiten und Ausbreitung zu vermeiden. Und deshalb mein Appell ist eigentlich, es muss eine Toleranz, eine Kombination von Toleranz und Resistenz ergänzt, um die Möglichkeit des chemischen Pflanzenschutzes zu sein, dass man hier eben für die Zukunft diesen integrierten Pflanzenschutz und Anbau so eben halt definieren kann. Das ist meine Forderung und meine Vision für die Zukunft. Und ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe nachher für Fragen zur Verfügung. Ja, schön, schönen Dank, Herr Dr. Rodemann. Es war ein wirklich sehr, sehr tiefer Einblick in Ihre Arbeit. Und ich denke mal, dass auch sehr gute Informationen jetzt rübergekommen sind. Wie gesagt, ich kann immer noch die Teilnehmer noch dazu animieren, in den Chat Fragen zu stellen, die wir nachher klären werden. Und ja, und jetzt gebe ich weiter gleich zum nächsten Vortragenden, und zwar das ist der Helmut Bleckwehn, und ich werde für ihn die Präsentation starten. Und Herr Bleckwehn, es ist Ihr Floor. Ich hoffe, Sie sehen die Präsentation. Ja, danke, Herr Schiller, und ja, schönen Dank auch an Bernd Rodemann. Da waren auch ein paar Dinge bei, die mich heute auch gerade heute Morgen noch betroffen haben. Als Landwirt das umzusetzen, was du da gezeigt hast, Remularia-Bekämpfung in Gerst ist gerade unser Thema. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Praktische Umsetzung des Pflanzenschutzes aus betrieblicher Sicht. Wir sind ja bei der DLG und da ist es ja üblich, dass die Landwirte auch mal das sagen dürfen, was sie erlebt haben, was sie selber dazu denken. Das darf auch kontrovers sein. Ich denke, ich werde auch so die eine kontroverse Aussage gleich treffen, die vielleicht dann auch nachher zur Diskussion anregt, was wir ja bei der DLG auch gerne sehen. Ja, wie steigt man dieses Thema ein? Das ist ja nicht so einfach. Ich würde gerne mit der nächsten Folie und meiner ersten These beginnen, nämlich, dass die Planung und die Umsetzung des chemischen Pflanzenschutzes bei ständig wegfallenden oder geänderten Zulassungen zunehmend zu einem Problem für die Landwirtschaft wird. Ich glaube, da könnte jeder hier, der hoffentlich zuhört, sagen, ja klar, das ist so. Aber die Probleme sind natürlich für jeden sehr unterschiedlich und werden auch unterschiedlich gelöst. Und ja, bei mir ist es eben so, dass ich, wenn ich in die Pflanzenschutzsaison gehe, als erstes die Frage stelle, welches Mittel bzw. Wirkstoff steht überhaupt für welches Problem noch zur Verfügung. Das wird zunehmend schwierig. Also die Winterveranstaltungen unserer Beratungsringe und auch manchmal der DLG sind dafür sehr gut geeignet. Aber man muss da schon sehr, sehr präsent sein, um auch mitzukriegen, was überhaupt draußen läuft. Dann stellt sich für mich auch immer gleich die Frage, kann ich es auch kurzfristig bekommen? Weil eigentlich ist es ja so, dass ich Maßnahmen nach Indikationen mache. Ich meine, ganz früher habe ich mir schon im Herbst meine Mittel günstig gekauft und sie dann im Laufe des Jahres aufgebraucht. Das funktioniert heute überhaupt nicht mehr.
und macht die Sache natürlich echt problematisch. Denn es stellt sich auch immer gleich noch die Frage, wie lange ist das Mittel überhaupt zugelassen, was ich mir da für das Jahr vorstelle. Also ein Beispiel ist aktuell das Insektizid Pirimor, das in diesem Jahr noch eingesetzt werden kann. Ja, aber die Zulassung ist ausgelaufen, auch ist der Verkauf nicht mehr möglich. Das heißt, wer es nicht hat, kann es in diesem Jahr auf jeden Fall auch nicht einsetzen. Das alles zu beobachten, ist schon auch noch eine wichtige Aufgabe mittlerweile. Und am Ende sollte man ja auch noch fragen, was kostet es überhaupt? Da muss ich schon sagen, dass das immer mehr in den Hintergrund rückt, wenn man schwierige Indikationen hat, dass man dann überhaupt nicht mehr groß über den Preis verhandeln kann, sondern froh ist, wenn das Mittel überhaupt geliefert wird. Und für mich als, also ich bin Geschäftsführer einer Betriebsgemeinschaft mit 10 Gesellschaftern und ich habe natürlich auch eine gewisse Verantwortung, auch ein Haftungsrisiko, wenn es um Cross-Compliance geht. Und muss natürlich extrem darauf achten, dass die CC-Vorschriften eingehalten wird, weil eben das Risiko, da eben auch in Regress genommen zu werden, immer sehr groß ist. Das ist sicherlich für große Betriebe umso schwieriger, aber gehört eben auch zu meinem täglichen Leben dazu. Und CC-Relevanz muss man ja also auch die Nutzungsbedingungen alle gut kennen und auch ja, sich damit beschäftigen. Zu meiner zweiten These, nächste Folie bitte. Es droht der Verlust der wichtigsten Säule im integrierten Pflanzenschutz, das, was auch Bernd Rodemann eben angedeutet hat. Aus unserer Sicht aber, oder aus meiner Sicht, durch die Kombination der von Zulassungsverboten, einem Auflagenchaos, komme ich auch nochmal zu, und dem daraus resultierenden Scheitern von Resistenzvermeidung. Ich glaube, dass wir hier wirklich an die Grenzen von integrierten Pflanzenschutz gekommen sind. Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben einen Tisch, der auf 3 Füßen steht, und ein Fuß wird zunehmend kürzer. Das macht keinen Spaß, das zu beobachten, wie der Tisch denn bald umfällt. Das heißt, die Strategie des IPS basiert eben auf eine aufeinander abgestimmte Nutzung aller verfügbaren vorbeugenden, nicht-chemischen und chemischen Maßnahmen. Also alle diese 3 Faktoren brauchen wir, um den Tisch gerade zu halten. Und vielleicht noch kurz zu dem Auflagenchaos, das ich hier erwähne. Das meine ich wirklich so, aber nicht despektierlich im Sinne von der Zulassungsbehörden. Das ist aus meiner Erfahrung einfach ein Kompromiss, um einen Wirkstoff, um ein Mittel überhaupt noch in der Zulassung zu halten, dort eben so manchmal aus unserer Sicht abenteuerliche Auflagen mit zu verbinden. Das ist eigentlich denn nur der Deal mit dem Uber, ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel noch am Rennen zu halten. Das macht es aber für uns natürlich extrem schwierig, dort den Überblick zu behalten und auch die Auflagen einzuhalten. Nächste Folie bitte. Hier kommen wir jetzt zu meinem Grundverständnis zum Pflanzenschutz. Eigentlich muss man das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem mal, weil es vielleicht auch nicht jedem immer mehr klar ist oder jeder eine andere Sicht hat. Die Ziele des Pflanzenschutzes, und das ist auch eine offizielle Formulierung, ist die Reduzierung von Ernteverlusten. Und da wird es jetzt politisch für mich oder für Sie vielleicht überraschend. Da ist bei mir ein ethischer Ansatz auch ganz wesentlich. Und ich finde auch, dass wir dieses Thema auch mit der Arroganz des vollen Magens oft diskutieren, weil eigentlich ist es die Aufgabe von uns Landwirten, hier Lebensmittel zu produzieren und eine Verschwendung, die ja in der Gesellschaft auch reduziert werden soll, nicht gleich am Anfang zu produzieren, indem wir einfach die Lebensmittel nicht entstehen lassen, wie wir sie eigentlich hätten entstehen lassen können, wenn wir bestimmte Maßnahmen einsetzen können. Früher war es so, dass schlechte Ernte guten Ernten waren. Das hätte ja noch einen Ausgleich für uns Landwirte gebracht. Also wenn wir eine schlechte Kartoffelernte haben, gehen die Preise hoch. Das ist zwar noch tendenziell so, bei Getreide und anderen Früchten ja überhaupt nicht mehr, weil der Weltmarkt uns die Preise ja bestimmt. Also ist es ein richtiges Ziel noch weiterhin. Dann die Steigerung der Effizienz der Pflanzenproduktion. Ist ja schon fast, darf man das ja in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen. Für mich ist das die Wirksamkeit und aber auch die Wirtschaftlichkeit im Pflanzenschutz, dass man beides miteinander abwägt und auch berücksichtigt. Dann kommen wir zu den wesentlichen Entscheidungsfaktoren für den chemischen Pflanzenschutz. Hier reduziere ich es mal auf diese eine Sparte. Da steht natürlich vorne an die Kosten-Nutzen-Analyse, denn wir haben nun mal keine botanische Aufgabe. Wir wollen auch unsere Familien ernähren und auch unser Kapital verzinst haben und auch Investitionen tätigen können. Das ist in manchen politischen Diskussionen offenbar nicht mehr so das große Thema, ist für mich aber nach wie vor wichtig, denke für Sie auch. Muss aber feststellen, dass gerade im Pflanzenschutzbereich ich mich manchmal frage, ob auch alle noch wissen, was das kostet, was Sie da gerade machen, bei der Entscheidung für eine Indikation. Weil das ist manchmal auch schwierig, die Preise im Vorfeld zu kennen
ist es auch natürlich nicht sicher, es sei denn, man hedgt seine Produkte, zu wissen, was ist der Erlös, die Marktleistung. Im Moment ist es sicherlich einfacher, über Pflanzenschutzmaßnahmen so einfach zu entscheiden. Aber in Zeiten, wo der Weizen keine 150 Euro kostet, da war das schon, denke ich, ein ganz wesentlicher Faktor, der von vielen nicht mehr so gesehen wird, glaube ich. Dann kommen wir zur Nachhaltigkeitsbewertung. Ja, da gilt eigentlich der Leitspruch, nicht Feuerwehr, sondern im Brandschutz betreiben. Dass man nicht Pflanzenschutz macht, weil es auf der Liste steht oder der Container noch voll mit Pflanzenschutzmitteln ist, sondern da eine ganz klare Abwägung macht. Dass man auch nach vorne gucken muss. Also wenn ich zum Beispiel eine Läusebehandlung ganz früh im Zuckerrüben durchführe, muss mir klar sein, wenn ich das falsche Produkt nehme, dass ich damit auch eine Folgemaßnahme auslöse. Also die Nützlingseinschätzung und so, das muss alles abgewogen werden. Man kann also eine Maßnahme nicht als einzelne Maßnahme sehen, sondern muss immer sehen, welche Folgemaßnahmen resultieren daraus. Ja, und ich finde, die Akzeptanzprüfung ist zunehmend auch für mich persönlich eine ganz wichtige Fragestellung. Kann ich es verantworten, diese Maßnahme, die ich da jetzt plane, durchzuführen? Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, kann ich es fachlich vertreten und kann ich es gegenüber Dritten auch begründen? Und ich finde, das sollte man ruhig auch als Einzelner mit in Erwägung ziehen, weil das scheint mir bei einigen nicht unbedingt das Thema zu sein. Nächste Folie bitte. Dann kommen wir zu den Ansprüchen des chemischen Pflanzenschutzes. Und hier geht es darum, was ich da für einen Anspruch habe. Das ist einmal die optimale technische Voraussetzung dafür schaffen. Also wenn wir schon weniger Wirkstoffe haben, dann müssen wir die optimal ausbringen, um überhaupt noch eine Wirkung zu haben und Resistenzen zu vermeiden. Das ist elementar, wie ich finde. Dazu gehört Düsenwahl, auch Gestängeführung, all das gehört unmittelbar dazu, auch Restvermeidung, also dass man also wirklich die Menge ausbringt, die man braucht. Und da muss ich sagen, wenn ich über Land fahre, dass ich da doch Dinge sehe, die sind nicht gut. Bei hohen Windgeschwindigkeiten, mit einem hohen Gestänge, mit einer falschen Düse zu fahren, ist also einmal schlecht für die Wirkung des Ganzen und auch für die gesamte Akzeptanz der Maßnahmen. Dann brauchen wir ein Maximum an fachlicher Kenntnis und Fortbildung. Also das, was ich vor 30 Jahren gelernt habe, ist schon lange passé, ist ja logisch. Aber im Grunde ist auch das, was ich letztes Jahr im Sommer gelernt habe, dieses Jahr auch schon nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so entscheidend. Wir machen ja den Sachkundenachweis und da muss ich sagen, das ist eine gute Maßnahme, aber die reicht komplett nicht aus. Leute, die mit solchen Pflanzenschutzmitteln, wie wir es tun, umgehen, die müssen viel mehr Kenntnis über die Dinge haben, die sie tun und was sie da tun. Da bin ich sehr kontrovers auch im Pflanzenschutzausschuss schon angesprochen worden, aber ich finde einfach, da müssen wir auch selektieren und Leute rausnehmen, die es nicht können. Weil sonst wird das schwierig, den chemischen Pflanzenschutz weiter in Bestand zu halten. Ja, die Nutzung von verschiedenen Entscheidungstools ist für mich als Betriebsleiter aus vielerlei Gründen natürlich auch sehr wichtig, genauso wie für Sie natürlich. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir keine Fungizidmaßnahme Getreide machen, ohne vorher eine Pflanzenanalyse gemacht zu haben. Hat übrigens den Vorteil, es ist ja sehr aufwendig, dass ich viel durch die Felder laufen muss und dann auch ganz andere Eindrücke haben. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sehe nur noch wenig Bauern auf ihren Feldern rumlaufen. Wird ja manches heute auch schon digital geregelt. Ich bin auch in so einem Programm, dass mir der Satellit sagt, dass jetzt mein Weizenstein um 32 hat und nächste Woche gespritzt werden muss. Das ist okay und vielleicht auch die Zukunft, aber es ist schon ganz gut, wenn man selber in der Lage ist, auch nochmal zu gucken, ein Messer dabei hat und dann auch eine Betrachtung vornehmen kann. Ja, und auch die Fragestellung zum Beispiel, welcher Wirkstoff wirkt bei welchen Witterungsbedingungen besonders gut oder besonders schlecht. Also wir haben eine Wetterstation extra dafür, damit ich sehen kann, was habe ich erstmal an Windbewegungen. Das ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Manchmal hat man es eilig, ist der Wind nicht so schlimm. Hat man es nicht so eilig, ist man ein bisschen sensibler. Aber es ist gut, einen festen Datenwert zu haben. Aber auch die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel ist ein ganz relevanter Faktor, wenn ein Mittel wirken soll oder nicht wirken kann. Dann kommen wir zum letzten Punkt, die Ergänzung des chemischen Pflanzenschutzes, das ist also der integrierte Pflanzenschutz. Und da werden wir ja wahrscheinlich auch noch was gleich hören. Also für mich ist die Fruchtfolge natürlich total elementar. Wir haben 5 Früchte in der Fruchtfolge schon seit wahrscheinlich 30 oder nee, meistens etwas später gekommen, aber seit vielen, vielen Jahren und wir haben im Betrieb keine Resistenzprobleme, nirgends. Das macht vielleicht nicht direkt zusammenhängen, aber mein Gefühl ist, dass wenn ich viele verschiedene Früchte habe, habe ich auch viele Möglichkeiten,
Problemunkräuter eben über die Jahre rauszuhauen. Ich weiß, dass es natürlich nicht so einfach ist, gerade für kleine Betriebe ist das ein Problem, die Technisierung da zu wuppen, weil es natürlich auch keinen Sinn macht, im Straßengraben zu sitzen und zuzugucken, wie der Lohnunternehmer die Arbeiten durchführt. Aber ich denke mal, da kann man über Kooperationen vieles machen und es ist ja betriebswirtschaftlich auch eine gute Möglichkeit, das Risiko zu streuen. Also ich glaube, es ist ein Selbstläufer und wenn da jetzt eine vielgliedrige Fruchtfolge jetzt in die erste Säule kommt, ist das ja schön, aber eigentlich ist das ein Selbstläufer. Die Saattermine ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor. Wir haben auch einen Biobetrieb, den ich verantworte. Da ist das ja sowieso Usus. Und da kann man auch wirklich sehen, dass mit dem Saattermin und den vorgeschalteten Maßnahmen, die man dadurch machen kann, wenn man später zum Beispiel aussieht, doch eine Menge schon mal erreichen kann. Ist arbeitswirtschaftlich natürlich herausfordernd und auch ein gewisses Risiko. Wenn ich alles in meine gesamte Saat in den späten Oktober setzen würde, was ich als Biobetrieb mache, dann habe ich natürlich im konventionellen Betrieb auch ein hohes Risiko. Das ist mir schon klar. Aber vielleicht muss man auch einfach einen Plan B haben, dass man eine Sommerung hinterher setzt, wenn man es nicht geschafft hat. Ich denke, da sollten wir auch ein bisschen flexibler sein. Und manche Saatgut kann ja auch ruhig im Sack bleiben, das stört ja keinen. Und so eine große Kapitalbindung sollte es ja eigentlich auch nicht sein. Ja, dann die Bodenbearbeitung. Und das ist wirklich, ich meine, das wird uns politisch wahrscheinlich jetzt vorgegeben. Ich hatte mal eine Zeit lang, wenn ich nach Leipzig gefahren bin, dass mir also wirklich der Hals so stand, weil ich gesehen habe, dass es Kollegen gibt, die gar keine Bodenbearbeitung machen, alles mit Glyphosat erledigen. Und das ist schon echt auch ein wichtiger Aspekt, wenn man darüber nachdenkt, wieso ist Glyphosat eigentlich nicht mehr so akzeptiert. Und ich habe noch miterlebt, dass im Nachbardorf eine große Feier stattgefunden ist, weil der Flug vom Hof gegangen ist und nur noch der Grober da steht. Also wer glaubt, dass er mit einem Bodenbearbeitungsgerät in Zukunft noch zurechtkommt, der sollte vielleicht den Job wechseln. Also ich denke, da müssen wir Landwirte auch umlernen. Und jetzt habe ich, glaube ich, meine Zeit voll erfüllt, Herr Schiller, und bin am Ende und bedanke mich mit dem letzten Bild. Bitte nochmal einmal wechseln. Das soll jetzt hier kein Joke sein, obwohl es so aussieht. Das ist auch eine Pflanzenschutzmaßnahme gewesen. Da habe ich jetzt mit dem Spaten, weil es so trocken war, die letzten Schosse aus dem Rüben gemacht. Fahre auch zum Beispiel durch Kartoffeln, hole da noch so einiges raus. Hier wollte ich eigentlich nur mit sagen, dass wir nicht vorverurteilen sollen, wenn Kollegen von uns mal was ausprobieren. Denn das wird ganz wichtig sein, dass wir viel ausprobieren und uns austauschen. Und das machen wir dann bei der DLG. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Blackwing, und vielen Dank für den tiefen Einblick aus praktischer Sicht, wie Sie den Pflanzenbau gestalten bei sich und dass Sie uns auch an diesen Informationen dran teilhaben lassen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde gleich weiterleiten, und zwar Herr Dr. Deikisch. Ja, guten Morgen an alle, guten Morgen an die Teilnehmenden. Ist die Präsentation zu sehen? Ja, ja, sehr gut. Ja, spannendes Thema, was die DEG ausgesucht hat. Und ich habe mir jetzt bei den beiden Vorrednern auch so gedacht, Mensch, eigentlich wäre es ja wirklich ein schlechtes Zeichen für einen Pflanzenbauberater, wenn jetzt keine Doppelungen mit meiner Präsentation da wären. Also wenn sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis ganz andere Hinweise kommen würden. Schwerpunktmäßig habe ich mich auf die Fruchtfolgegestaltung gestürzt. Und da muss man ja auch wieder so ein bisschen sagen, ja, vielleicht steht der Tropfen, höhlt den Stein, aber in vielen Aspekten denke ich, da rede ich mir den Mund fusselig seit einigen Jahren. Und wenn man jetzt im Frühjahr wieder guckt, ja, was steht denn draußen tatsächlich in den Betrieben, die auch Probleme haben? Am Ende ist es dann nicht viel anders als in den Vorjahren. Also Fruchtfolge ist ein sensibles Thema, das muss man langsam angehen. Und ich befürchte ja so ein Stück weit, Herr Blackman hat es ja auch angedeutet, dass durch die guten Preise beim Raps und beim Weizen ja fehlt eigentlich, glaube ich, bei vielen auch die Lust, jetzt irgendwelche Alternativkulturen auszuprobieren. Ne? Da kann man wieder wie der Schuster bei seinen Leisten bleiben. Und wir werden sehen, ob wir da in die richtige Richtung gehen oder ob das vielleicht eine Sackgasse ist. Ich habe nochmal ganz kurz aus meiner Sicht zusammengefasst, wie für mein Beratungsgebiet, also so ganz grob Mitteldeutschland, also Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, ein bisschen Thüringen, ein bisschen Sachsen, das aussieht. Und im Hinblick auf die Resistenzen muss man ja sagen, ja, in den letzten 3 Jahren, 18, 19, 20, mit sehr starken Trockenheiten, insbesondere mit relativ ausbleibenden Massenzuflug bei den Schadinsekten, wir haben oft gar nicht gemerkt, dass wir Resistenzen haben.
Also wenn auch in Niedersachsen, wenn ich mit Herrn Dr. Lerke spreche oder mir seine Präsentationen angucke, da ist auch nicht mehr Tritici und Mehltau sind die wichtigsten Probleme, sondern auch der Rost. Ja? Und das heißt schon ein bisschen was. Also wir werden sehen, ob wir jetzt mit der Befallsituation und der sich veränderten Anbaustruktur, insbesondere bei den Sorten, das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, was wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen sollten. Da ist ja auch Herr Dr. Rodemann sehr versiert, wie weit wir mit den Sorten kommen. Ganz durch und ganz ohne Behandlung kommen wir in der Regel nicht. Herr Rodemann hat das auch gezeigt bei den Insektizidresistenzen. Hier haben wir große Probleme, insbesondere beim Raps, aber auch bei den Blattläusen. Wir haben immer weniger Wirkstoffe. Und die Resistenzen sind schleichend, manchmal auch schon dramatisch. Auch beim Rapsglanzkäfer. Ich habe in der Börde, was eigentlich ein Hotspot auch für Rapsglanzkäfer ist, dieses Jahr sogar ein paar Flächen Ökoraps gesehen und der blüht tatsächlich. Mag man gar nicht vermuten. Es scheint zu funktionieren. Wir werden sehen, ob es in den nächsten Jahren auch funktioniert. Es schlummert allerdings ein erhebliches Schadpotenzial bei den Fruchtfolgepathogenen. Zum Beispiel dort, wo langjährig Intensivraps angebaut wurde. Das ist ein bisschen anders gewichtet. Sclerotinia haben sie fast alle, Verticillium auch viele. Und Colanie ist so ein bisschen regional begrenzt. Aber in vielen Fällen muss man wahrscheinlich auch sagen, ist es latent drin, ohne dass wir es massiv bemerken, bis dann manchmal der große Knall kommt. Eines meiner Lieblingsthemen, die Halmbasiserreger beim Getreide. Und dann ist immer so die Diskussion im Trockengebiet, müssen wir sie umso mehr bekämpfen oder spielen sie eigentlich keine Rolle, weil sie vertrocknen. Aber das würde jetzt in dieser Diskussion zu weit führen. Was natürlich sich insbesondere auch durch die trockenen Jahre 18, 19, 20 und dann in Kombination mit ohnehin schon sehr engen Fruchtfolgen dramatisch entwickelt hat, ist die Verunkrautung. Und wenn Sie dann in Mitteldeutschland zum Beispiel 18 und 19, hatte ich Betriebe, die gar keinen Raps mehr angebaut haben, weil sie den im Herbst nicht etabliert bekommen haben. Und ein Studienfreund von mir, der hat das relativ einfach gehalten, hat gesagt, ja, überall da, wo Weizen steht, kommt nochmal Weizen hin. Überall da, wo Gerste steht, kommt nochmal Gerste hin. Und das ist... Dann hat sich natürlich da dann mit anschließender Trockenheit auch Fuchsschwanz, Trespe, der Kerbel, der Erdrauch mittlerweile bei uns ausgebreitet. Und je nach Fruchtfolgesituation, je nach Vorgeschichte der Standorte sieht das ganz anders, ganz unterschiedlich aus. Hier dann mal auch eine Herbstmaßnahme gesetzt, die hat ganz gut gezogen. Und in der EC32, da wuchsen dann die Fahrgassen wieder zu. Das ist so klassische Mischverunrasung, Fuchsschwanz, ein bisschen Windheim, Trespe. Also das zeigt sich ja dramatisch ausbreitend irgendwo hier von Mitteldeutschland, aber in fast alle Regionen mittlerweile ist Leitunkraut geworden, der Kerbel. Also das hat sich dramatisch verändert. Alles andere haben wir relativ gut im Griff. Aber es gibt hier deutliche Verschiebungen, die irgendwo bedingt sind durch die Fruchtfolgegestaltung und natürlich auch durchs Pflanzenschutzregime und die Bodenbearbeitung. Herr Rodemann hat es bereits angesprochen, die sich zuspitzende oder immer mehr zuspitzende Situation bei der Verfügbarkeit der Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Das ist hier die alte Liste der EU-Substitutionskandidaten. Und ich habe dann mal rot hinterlegt, was in Deutschland ohnehin nicht zugelassen war, was schon verboten ist, beziehungsweise jetzt auch in 2021 verboten wird. Also da sind schon sehr, sehr viele rote Wirkstoffe. Und ich schon mal, wenn ich vor Landwirten in Präsenz spreche, dann sage ich ja, wenn ich jetzt irgendwem einen Dartpfeil gebe und der soll hier auf die Folie dann mal werfen, er trifft garantiert irgendeinen Wirkstoff, um den es tatsächlich in irgendeiner Weise schade ist. Und das sage ich dann auch mal noch dazu, es gibt auch noch viele Wirkstoffe, die gar nicht auf der Liste standen und trotzdem nicht mehr da sind. Und das sind eben diese Malusfaktoren, die Herr Rodemann angesprochen hatte, diese Cut-Offs und wo dann auch manchmal selbst für die Hersteller anscheinend sehr schwer absehbar ist, warum, wieso, weshalb jetzt so Hals über Kopf Wirkstoffe dann auch wegfallen. Und genau wie Herr Blackman das auch beschrieben hat, es ist sehr, sehr schwierig, da den Überblick zu behalten, welches Mittel muss ich jetzt kaufen, wie lange darf ich es noch anwenden. Und genauso wie der Landwirt, der Geschäftsführer, der Inhaber des Betriebs, stehe ich ja auch irgendwo in einer
im Regress in der Verantwortung und möchte natürlich auch kein Mittel aufschreiben, was jetzt in der jeweiligen Kultur oder eben zu dem Zeitpunkt nicht mehr zugelassen ist. Wenn Sie jetzt hier die Liste mal runter gucken, welche auch noch in den letzten Jahren die Zulassung verloren haben, dann sind da eben wichtige Wirkstoffe dabei, die Alleinstellungsmerkmale hatten, die Lücken geschlossen haben, wie zum Beispiel so ein Ventazon im Leguminosenanbau oder ein Chloridazon auch im Rübenanbau, das Chlortalonil bei Tritici, bei Netzflecken, wo wir wirklich dann einen erheblichen Aderlass erleben mussten. Und es wird immer schwieriger, das aufzufangen. Dann wurde ich mal gebeten, vom Thünen-Institut so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, welche Wirkstoffe könnten dann tatsächlich noch über kurz oder lang verloren gehen. Das ist natürlich sehr subjektiv geprägt, aber ich habe das mal so zusammengetragen und dann auch zusammengetragen, wo sind die einzelnen Wirkstoffe zugelassen. Mal auf die größeren Kulturen, Getreide, Raps, Zuckerrübe, Kartoffel, Mais und die Leguminosen dann umgelegt. Und da muss man natürlich wirklich im Einzelfall gucken, wenn wir zum Beispiel ein Pendimethalin rausnehmen. Natürlich ist das schade, wenn ein Pendimethalin im Mais oder auch im Getreideanbau verloren gehen würde. Aber in anderen Kulturen, in den Leguminosen, aber zum Beispiel auch in vielen kleineren Kulturen, Sonderkulturen, ist es fast ein No-Go. Wenn das weg ist, dann steigt der mechanischer Aufwand, der Handbekämpfungsaufwand enorm und dann sind die eigentlich nicht mehr anbauwürdig. Ja, das ist in anderen Kulturen genauso. Bandur zum Beispiel, was in vielen Kulturen so geht, auch ein Metamitron als so ein bisschen Mittel, um das Grundrauschen rauszunehmen, um eben kleinere Kulturen tatsächlich irgendwo etablieren zu können. Und wenn man jetzt auf die Fruchtfolge guckt, ja, was muss die alles leisten? Wir haben jetzt den Schwerpunkt Pflanzenschutz, das steht unten. Natürlich Ausgleichsmöglichkeiten für die Einschränkungen im Faktoreinsatz. Wenn wir immer weniger Pflanzenschutz haben, dann müssen wir natürlich auch über Bodenbehaltung, Sorten, Anbauverfahren und insbesondere die Fruchtfolge versuchen, das auszugleichen. Aber manchmal ist das wie mit der Henne und dem Ei. Was war zuerst da? Manche Kulturen werden zum Beispiel auch gar nicht angebaut, weil wir da, wie Herr Blackwin auch gesagt hat, gar keine Möglichkeiten haben, dort vernünftig Pflanzenschutz zu betreiben. Also da müssen wir dann auf den guten Standorten, aber da komme ich auch gleich noch ein bisschen proaktiv arbeiten, dass wir es gar nicht in die Situation kommen lassen, dass das Kind irgendwo in den Brunnen fällt, sondern wir müssen es natürlich vorher irgendwo schon versuchen einzugrenzen. Ja, und wie können wir das eingrenzen? Man sieht in gewisser Weise eine etwas größere Vielfalt auch in einigen Betrieben. Aber ich frage dann immer so ein bisschen ketzerisch, ja, kann man denn die genannten Probleme in der Fruchtfolge, die wir haben, bei der Düngung, beim Pflanzenschutz, insbesondere bei den Ertragsschwankungen, können wir die lösen, indem wir eben keinen Stoppelweizen mehr anbauen, sondern einen Dinkelnachweizen? Das ist immer die Frage. Und ist das nicht eher so, ein bisschen hinkt der Vergleich, aber ja, ich höre auf mit dem Rauchen, weil das schädlich ist, ich rauche jetzt E-Zigarette. Ja, also das ist die Frage, ob das in die richtige Richtung führt. Aber man muss auch sagen, manchmal ist es besser, auch kleinere Veränderungen wahrzunehmen. Ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber mit dem ersten Schritt ist es manchmal schon wichtig, dass wir den überhaupt tun und nicht bloß drüber reden. Wenn wir jetzt diese Alternativkulturen mit weitgehend bekannten Anbausystemen angucken, Wintergetreide, eben dann mal was anderes als ein Weizen. Auch mal eine Gerste ist ja in manchen auch schon fast eine Sonderkultur und im Süden ist es natürlich dann auch schwierig, wenn dort die Bekämpfungsmöglichkeiten für Ramularia komplett weg sind oder nicht mehr ziehen, dann wird auch die Gerste im Süden und Südwesten eine Sonderkultur sein. Dinkel, Roggen und so weiter, Sommergetreide, Leguminosen oder eben andere einigermaßen gängige Kulturen. Was ist daran positiv zu sehen? Ich bin eigentlich auch immer so ausgestellt, wir suchen erstmal das Positive. Die Anbauverfahren sind grundsätzlich bekannt. Wir können das mit vorhandener oder eben einigermaßen verfügbarer Technik umsetzen. Die Zulassungssituation im Pflanzenschutz ist zumeist auskömmlich. Manchmal muss man eben bei Tritikale und Dinkel und Durum dann auch blättern oder gucken, was ist denn jetzt wirklich zugelassen? Warum ist das eine Trinix-Abwrack dort zugelassen und das andere, das eine Chlormikwat dort nicht und so weiter? Da muss man dann manchmal leider muss man dann auch sagen, im Nachhinein dann die Schlachtkarteien noch so ein bisschen durchforsten und bereinigen. Das ist eben auch der schwierigen Zulassungssituation geschuldet.
Vermarktung ist über Großhändler möglich. Das ist auch wichtig, dass man sich da nicht irgendwo in der Vermarktung, wenn man erst im Juni und dann auch bloß Abschlagszahlungen für eine Kultur bekommt, dann kann das manchmal auch die Liquidität extrem belasten. Und wenn dann in kleinen Kulturen mal deutschlandweit eine sehr gute Ernte passiert, dann kann auch der Preis, wenn er ja nicht vertraglich geregelt ist, dann auch extrem purzeln, beziehungsweise die Abzüge sind bei hohen Preisen, das gibt es ja im Raps und Getreide auch, je höher die Preise, desto höher sind auch die Abzüge. Ne? Also da muss man eben doch gucken, ob man das vernünftig vermarktet bekommt. Am besten zäumt man da wirklich das Pferd von hinten aus. Bevor ich jetzt zum Beispiel einen Hafer oder einen Körnermais anbaue, frage ich erstmal den Händler, werde ich das bei dir überhaupt los? Ne? Und ja, mit der E-Zigarette hatte ich es eben angewendet. Ja, ist es jetzt was anderes, ob ich jetzt mal eine Gerste anstelle von einem Stoppelweizen anbaue oder einen Dinkel? Das kann durchaus positive Aspekte haben, denn wenn der Roggen oder auch die Gerste eine bessere Ertragsstabilität hat, dann als die Standardkulturen, als der Stoppelweizen, dann ist das durchaus auch besser, zum Beispiel im Hinblick auf die Konkurrenzkraft. Wenn wir dort gezielt den Pflug einsetzen, dann können wir natürlich auch irgendwo zur Gerste, also Stoppelweizen, auch wenn es der Standort nicht hergibt, auf den schwierigen Standorten, da wird dann eben doch fluglos gearbeitet. Bei der Gerste, oh, Durchwuchs, dann werde ich das nicht los, dann setze ich doch mal gezielt den Pflug an. Kann manchmal, also wenn es gezielt und gut gemacht wird, auch die Resistenzsituation, die Verunkrautungssituation ein Stück weit entspannen. Und natürlich, wenn wir in Richtung Sommerungen gehen, da unterbrechen wir Infektionszyklen und auch die Unkrautvermehrung. Und dann ist eben die Sommergerste oder der Hafer manchmal eben doch deutlich besser als die Wintergetreideart, die nach dem Weizen angebaut wird. Es gibt viele weitere Alternativen und die Landwirte suchen natürlich inständig, aber ja, ich sage dann immer so spaßeshalber, wenn man das Haar in der Suppe sucht, da wird man auch schnell fündig. Bei den Kartoffel-Gemüseanbauern, wenn man mit denen tauscht, das ist zwar interessant, man kriegt kann Weizen nach einer guten Vorfrucht anbauen, es gibt manchmal noch ein bisschen Geld dazu, aber das sind diejenigen, die natürlich auch eine erhebliche Flächenkonkurrenz darstellen. Und da schneidet man sich ja mitunter als normaler Marktfruchtbetrieb auch so ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn man eben dem Nachbarn erlaubt, dass er eben nochmal 40 Hektar mehr Kartoffeln anbauen kann. Vermehrungen, ja, die sind auch interessant, ist aber wirklich was für Betriebe mit Know-how, mit zum Beispiel auch ein bisschen aufwendiger Technisierung. Vertragsanbau muss man eben gucken. Das sind kleine Bausteine, die irgendwo die Fruchtfolge erweitern können, genauso wie die Sonder- und Nischenkulturen. Aber auch die scheinen erstmal zum Teil sehr lukrativ, wenn da Deckungsbeiträge im fünfstelligen Bereich winken, aber die schwanken eben. Sie schwanken sowohl bei den Erträgen als auch bei den Preisen. Ich habe es eben schon angesprochen. Das Marktgeschehen ist eben nicht so einfach wie mit dem Großhändler, mit der Hauptgenossenschaft, mit der RWZ oder mit der Agravis, wo man sagt, okay, oder mit der Mativ, wo man sagt, okay, jetzt ist der und der Preis. Nee, ich warte noch ein bisschen. Sondern da müssen Sie sich relativ stark darauf verlassen können. Und das ist manchmal auch sehr, sehr zäh. Also mitunter liegen dann eben nochmal die 20 Tonnen Fenchel, die man angebaut hat, irgendwo auf der Lüftung bis zur nächsten Ernte, ne? Bis man dann irgendwen findet, der ihm dann irgendwo mit irgendwelchen Abschlägen das abnimmt. Also Aussagekraft von Deckungsbeiträgen, da gibt es eine enorme Schwankungsbreite, 50% nach oben oder nach unten, das ist keine Seltenheit. Und dementsprechend haben sie dann ein relativ hohes Eigenrisiko und auch der Aufwand an die Betriebsleiter und auch an die Mitarbeitenden ist eben deutlich erhöht. Ne? Also von der Technik angefangen bis dann eben auf irgendwelche Notfallmaßnahmen. Und Herr Blackwen wird das wahrscheinlich, wenn er es nicht schon länger macht oder so, oder wenn das die Betriebe das erste Mal machen, ja, man spricht immer so schön von der Holzallergie von den Schlepperfahrern, ne? Wenn denn die irgendwann einen Rübenschosser ziehen, okay, das machen die dann vielleicht nochmal, bis es mittags dann nicht zu heiß wird, aber irgendwelche Handhackarbeiten oder Selektionsarbeiten, das hängt sich doch dann ziemlich an und manchmal ist dann doch so, dass nach 2-3 Tagen da der Krankenschein kommen kann. Und als letztes natürlich bei den alternativen Kulturen, im Grunde muss man da proaktiv arbeiten. Also wenn Sie
das Kind, was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatte, wenn das schon im Brunnen liegt und bloß noch so die Blubberblasen nach oben hochkommen, dann ist es relativ schwierig, wenn man sagt, na, ich mache jetzt hier mal eine Sonderkultur, ich mache mal eine Leguminose oder ich mache mal ein Majoran oder irgendwas in der Richtung. Da brauchen Sie einen sehr, sehr guten Kulturzustand der Flächen von der Bodenstruktur, von der Nährstoffversorgung und von der Verunkrautungssituation. Sonst kriegen Sie das überhaupt nicht gebacken. Ja, also das ist Harakiri. Da gibt es andere Kulturen. Das ist das Getreide, das ist der Mais in Abstrichen, auch der mittlerweile der Raps und auch die Rübe, wo wir noch fast alle Unkräuter zum Beispiel auch einigermaßen gezielt bekämpft bekommen. Bei allen anderen Kulturen muss man eben schon ganz genau hingucken, was habe ich für Probleme auf dem und dem Standort und kann ich die in der jeweiligen Kultur tatsächlich auch lösen. Kurzes Fazit noch dazu. Also das haben meine beiden Vorredner auch schon angesprochen. Mittellangfristig werden wir deutlich weniger Pflanzenschutzmittelwirkstoffe haben. Die Produktion wird dadurch teurer. Es kann eben auch im Hinblick auf das Resistenzmanagement manchmal gar keins mehr gemacht werden. Ne? Also das ist dann Resistenzmanagement, wenn wir nicht diese wenigstens ein, zwei oder drei funktionierenden Resistenzmechanismen haben, dann ist Resistenzmanagement ja nur noch, dass wir die Maßnahme gar nicht machen. Also das ist dann so irgendwo, da müssen wir kapitulieren und da müssen wir gucken, ob wir das noch hinkriegen. Die Alternativen in Bezug auf Wirkstoffe, Wirkmechanismen sind oftmals in den größeren Anbaukulturen besser oder zumindest zahlreicher als in anderen Kulturen mit niedrigem Anbauumfang oder niedriger Wertschöpfung. Also dann ist es eben manchmal so, dass das ein Ausschlusskriterium überhaupt ist, um die Fruchtfolge zu erweitern. Und die Anbaualternativen sind nicht einfach. Manchmal, ja, ich will jetzt nicht diesen berühmten Spruch mit Pest und Cholera bemühen, aber manchmal ist es so, dass wir uns durch den Versuch, Probleme zu lösen, dann neue Probleme ins Anbausystem reinziehen. Aber trotzdem, das werden alle meine Beratungsbetriebe auch bestätigen, Fruchtfolge ist eine Herzensangelegenheit und ich dränge auch die Betriebe, da was auszuprobieren, denn die Notwendigkeit von Anpassungen der vorhandenen Systeme ist geboten. Die Fruchtfolge allein oder gar eine Fruchtart allein können das aber alles nicht lösen. Und dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen auch zur Verfügung. Ja, schön danke, Herr Dr. Deike, für den tiefen Einblick in Ihre fachliche Arbeit als Anbauberater und auch, wo Sie die Herausforderungen der zukünftigen Landwirtschaft besonders mit dem Schwerpunkt unseres heutigen Themas sehen. Wir haben jetzt Ihre Präsentation ein bisschen länger laufen lassen, weil sie auch wirklich sehr informativ war. Aber ich würde jetzt gleich weitergehen und zwar an meine Kollegin, Frau Biada, die unterstützt mich heute jetzt hier im Chatverlauf und sie wird gleich die Informationen geben, die jetzt im Chat aufgetaucht sind. Ja, vielen Dank, Florian, und vielen Dank, liebe Teilnehmer, an Ihre Fragen schon. Ich würde auch gleich mit der ersten starten, da haben wir so ein bisschen gebündelt, ob es denn möglich wäre, eine Alternative zum Wegfall von Wirkstoffen eher ein bisschen die Beschränkungen ja stärker zu setzen, zum Beispiel in Einsatzzeitpunkten oder vor allem in Aufwandmengen, die eben nicht pro Hektar und pro einmalige Applikation indiziert sind, sondern eher über die Fruchtfolge gedacht sind, möglicherweise auch für einen Glyphosat eben vor dem Hintergrund eines anstehenden Totalverbotes eher eine Ausdehnung auf Ausbringmenge X pro Jahr oder pro Hektar pro 5 Jahre zum Beispiel. Vielleicht auch eine Frage an alle aus Sicht der Beratung, Praxis und auch aus Sicht des Zulassungsbereiches, wie das funktionieren könnte. Ja gut, ich kann vielleicht beginnen mit der Frage. Gut, also es ist ja so, die beantragte Menge wird natürlich abgeschätzt hinsichtlich die Wirksamkeit, Umweltverhalten und auch Gefährdung für den Anwender. Das ist die Basis. Darauf wird natürlich dann irgendwie nachher auch die Zulassung durch die Zulassungsbehörde eben hier erteilt. Zum Teil werden die Fragen, die Sie jetzt gestellt haben, auch schon angewandt, dass man eben Anwendungszeiträume begrenzt oder Aufwandmengen auch unter, weil eben ein Risiko für den Umweltbereich da ist. Darüber kommt es halt eben. Die andere Frage ist, kann man es über bestimmte Fruchtfolgen über Jahre machen? In einigen europäischen Ländern wird das gemacht, dass man eben das einmal in 3 Jahren für die Fläche oder für eine Fruchtfolge. Das sind Fragen, lässt sich der Risikoabschätzung, ist sicherlich nicht die Frage an das JKI in der Bewertung, weil hier eben wir die Wirksamkeit bescheinigen müssen oder auch Resistenz einschaffen und Phytotox. Das ist sicherlich hier in der Frage nicht gefragt. Das ist sicherlich auch eine Frage, die Zulassungsbehörde eben klären muss, ob der Umweltbereich in diesem Fall halt das mitgehen könnte. Der Wegfall der Wirkstoffe ist ja meist eher auf einer anderen Basis basiert, sondern es kommt an einer
Es geht um einen Neu- oder Wiedergenehmigungsantrag für die Wirkstoffe. Und die unterliegen praktisch den neuen Anforderungen hinsichtlich aller zu erfüllenden Kriterien von Wirkung bis Umweltbereich und Anwenderschutz. Die können sein, dass die sich im Zeitverlauf geändert haben, neue Anforderungen gekommen sind. Und dann ist die Frage, ob man diese eben halt erfüllen kann. Können die nicht erfüllt werden, ist eine neue Einstufung da. Dann kann es sein, dass dieses dazu führt, dass die Wirkstoffe einem eben halt nicht mehr genehmigt werden können und damit halt wegfallen. Das Problem ist eben, dass dann nicht nur der Wirkstoff wegfällt, sondern auch alle Produkte, die diesen Wirkstoff eben enthalten. Das ist eben der Grund, warum eben hier die Wirkstoffe dann so bewertet werden und dann halt eben dem nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass das Verfahren derzeit noch ein bisschen diffus ist in der Abarbeitung und von den Terminsetzungen her, das verstehe ich. Das ist für die Praxis sehr unbefriedigend, weil Termine werden verschoben oder aufgeschoben und angekündigte können nicht gehalten werden, sodass man eben auch in der Beschaffung der Ware eben immer manchmal auch nicht genau weiß, ist man das jetzt noch im rechtlichen Rahmen oder was muss ich beachten oder wie schnell kann ich das eben einsetzen. Das ist erstmal aus meiner Sicht dazu. Ich könnte vielleicht auch noch mal darauf zurückkommen. Ich hatte ja was von dem Zulassungschaos gesprochen. Das ist ja gerade die Phase, die wir haben, dass das Uber jetzt sagt, okay, das Mittel hat an den Stellen Probleme, dann machen wir doch die Auflagen in dem Bereich, zum Beispiel Tonnageauflagen oder irgendwas dazu, damit das Problem etwas entschärft wird. Das wird, glaube ich, auch ziemlich verantwortungsbewusst, vielleicht nicht immer fachlich richtig beurteilt gemacht. Problem ist dann natürlich, wenn die Wirkstoffe trotzdem im Vorfluter gefunden werden. Da liegt es meistens nicht an der Anwendung auf der Fläche, sondern daran, dass irgendjemand seine Spritze wieder mal auf dem Hof sauber gemacht hat. Ein Riesenproblem, wie ich finde. Und auch, ich finde auch, da sollte man auch mal genauer hingucken. Also wir haben richtig viel investiert, damit wir in-house auf Auffangen, wann unsere Spritze befüllen können. Ich sehe aber immer noch welche, die auf dem Kopfsteinpflaster direkt am Straßenrand sozusagen die Suppe reinlaufen lassen. Habe ich gerade vorgestern gesehen, deswegen habe ich noch so ein bisschen den Hals. Und da müssen wir ran. Also dass wir die Leute, die es nicht verstanden haben, dass es hier um Existenzen am Ende geht, denn es geht ja auch um internationalen Wettbewerb. Andere Länder machen ja gar nichts in dem Sinne. Dass wir da auch mal aufpassen, dass die Leute, die es nicht können, rausgehen. Das muss wirklich passieren. Und auch wenn das Landvolk nicht so gerne anspricht, weil es natürlich auch Mitglieder betrifft, die ja auch dabei sind, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen Dampf machen, finde ich. Also Herr Blackwing, fasse ich zusammen, das hatten Sie ja schon eingangs auch erwähnt gehabt. Ich denke mal auch an die Ausbildung und auch an die Sachkunde, dass man vielleicht da noch ein bisschen mehr Wert drauf legt, dass das Personal noch besser geschult wird in diesen Bereichen, dass uns genau nicht das passiert, dass wir solche Wirkstoffe in irgendwo anderen Teilen des öffentlichen Bereiches finden, außerhalb der Fläche. Genau. Sie? Ja, Herr Blackwing, ich habe noch eine konkrete Frage zur Rolle des Anbaus resistenter Sorten bei Ihnen im Betrieb, wie sich das im Laufe der Jahre jetzt geändert hat und auch, ob Sie dadurch haben Kosten sparen können. Ja, natürlich. Da beachten wir natürlich extrem auch drauf, wenn es denn auch möglich ist, also Sorten zu finden, die eine gewisse Resistenzeigenschaften haben. Also angefangen habe ich mal mit Kanzleranbau. Da haben wir volle Pulle die krankste Sorte angebaut, weil wir alle Medikamente sozusagen noch hatten. Und jetzt mittlerweile haben wir die Medikamente nicht mehr und dann sind wir ja schon darauf angewiesen. Das ist, was ich hier, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Die Züchterung spielt eine wahnsinnige Rolle in Zukunft auch, was die Problemverhinderung angeht. Das kostet natürlich viel Geld und bedarf auch einiger Technologien, die in Deutschland ja leider nicht zugelassen ist. Wenn wir CRISPR-Cas hätten, wären wir in dem Punkt meilenweit vorne schon, weil die Technologie ist vorhanden, unsere Züchter können das, dürfen es aber nicht. Deswegen ist das ein ganz schön dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Und ja, klar, wir kaufen uns Sorten ein, die das möglichst hinkriegen, dass sie resistenter sind. Aber das ist nicht so einfach. Es gibt ja kein multiresistentes Saatgut. Ne? Also man muss immer irgendeine Kröte schlucken, entweder Ertrag aufgeben, was auch immer schwerfällt. Denn wir wollen ja nicht botanische Aufgaben erfüllen, sondern betriebswirtschaftliche. Aber wir sind dran und ich glaube, da gibt es auch was. Aber wir müssen die Züchter auch unterstützen. Da fängt es übrigens an mit Nachbau. Ne? Da kenne ich auch so ein paar Kollegen, die sind ganz stolz, in Runden zu erzählen, dass sie Nachbau machen und es nicht melden. Ne? Wir werden kontrolliert, weil wir sind ja ein großer Betrieb. Da kann man mal richtig hingucken und denen mal richtig Ärger machen. Wir machen es aber okay, aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Ich bin haftbar dafür, also machen wir das so 1:1. Aber da sind etliche, die da noch durchrutschen. Und dann müssen wir die Züchter auch noch ein bisschen unterstützen. Also ich möchte da noch mal zu ergänzen, also es gab ja auch erst nach schon zwei Fragen eben,
resistente Sorte, ja, wenn wir die, aber nicht die Methoden dazu haben. Also für mich wäre ein Punkt, wir wissen ja auch aus den vielen Sortenversuchen natürlich, dass es durchaus aber viele Sorten gibt, die derzeit schon eine gute Leistung haben. Also die auch mit relativ wenig Input, wenig Pflanzenschutz gut klarkommen. Sicherlich gibt es immer noch eine negative Beziehung manchmal zum Ertrag und es passt nicht an jedem Standort. Das muss man halt auch so sagen. Aber es gibt schon solche Sorten und die werden in vielen Versuchen auch so nach draußen dargestellt. Und ich glaube, dass die auch ein bisschen mehr in die Praxis Eingang finden könnten, weil ganz egal, ob man im Norden oder im Süden Versuche macht, kann man dieses durchaus immer herausarbeiten. Es sind nicht die gleichen Sorten, aber es gibt welche, die sind sehr gut einsetzbar. Wenn man natürlich in ganz extreme Situationen mit sehr starkem Befall kommen, dann würde ich auch eher Helmut dir zustimmen, dass wir sagen, klar, hätten wir CRISPR-Cas, können wir diese Sache noch besser machen und eben das noch gezielter suchen, dass hier die Leistung der Sorten hinsichtlich Resistenzmanagement, Krankheitsvermeidung, Insektenresistenz vielleicht noch viel besser vorangetrieben werden kann. Aber ich glaube auch, dass einfach noch mehr von diesen Sorten auch in der Praxis Eingang finden müssten. Und ich könnte mir vorstellen, bei einer höheren Anteil von Kulturpflanzenvielfalt, dass auch dann der Befallsdruck in der breiten Masse natürlich durchaus auch etwas geringer sein kann und dass diese Sorten eben da eben auch Beitrag leisten können, dass es eben diese Verbreitung der Erreger nicht gibt. Wir wissen es bei neueren Sorten, bei Septoria, die werden befallen, die haben sicherlich Symptome, aber bevor es da zur Sporenfreisetzung kommt, ist es praktisch fast nicht mehr relevant, kann ich Ihnen zeigen. So, und ich glaube, das sind auch Dinge, die erst nochmal vielleicht mit weiterhin in den Anbau integriert werden müssen. Kann ich dazu was ergänzen? Ja, bitte. Also zu beiden Vorrednern erstmal möchte ich unterstreichen, es ist zwar manchmal schöner, wenn man sich ein bisschen kontroverser hier unterhält und diskutiert. Ich muss aber dem beipflichten, was die beiden Vorredner gesagt haben. Einmal Know-how, Sachstand oder Wissensstand. Da gibt es immer noch ein paar schwarze Schafe und die machen uns relativ viel kaputt. Zum Beispiel im Hinblick auf die Anwendungsbestimmungen, Nachbau und so weiter. Und da könnte man noch viele Sachen ergänzen. Bei den Sortenresistenzen ist es auch wieder ganz wichtig, das, was Herr Blackwen gesagt hat oder was das Bild mit dem Fahrrad auch schön gezeigt hat, die Landwirte müssen mehr raus wieder. Ne? Also sie müssen geschult werden auf der einen, aber sie müssen eben doch draußen gucken, ja, sich nicht auf ihr Smartphone verlassen und dort gucken, weil ich gebe selber zu, also mit den Sortenresistenzen und wir haben da ja wirklich eine Generation draußen, wenn wir mal den Weizen rausnehmen, die sehr, sehr viel können, auch ohne Fungizide, die eine sehr, sehr hohe Toleranz im Rost, im Tritici-Bereich und so weiter mitbringen. Aber da muss man eben gucken. Ne? Und wenn man eben draußen guckt und man findet einen Rostpustel, weil man seit 3 Wochen nicht draußen war, ja, und dann behandelt man natürlich. Ne? Wenn man natürlich dann sagt, okay, ich warte erstmal ab, es bleibt relativ trocken, wie entwickelt sich das? Dann muss ich aber morgen, übermorgen oder vielleicht auch in der Woche nochmal rausgucken. Dann wird es schon schwieriger und das können einige oder wollen es nicht mehr leisten. Und andererseits muss man sich natürlich da auch rantasten. Also es geht eigentlich nur über die Schulung und eine intensive Bestandsbeobachtung, ne? Dass wir da wirklich auch wieder ein Gefühl dafür bekommen, was können die neuen Sorten dann auch wirklich leisten, wenn wir ein trockenes Jahr haben und eine resistente Sorte. Manchmal ist man wirklich erstaunt, wenn dann wirklich auch nochmal einer zum Beispiel ein Spritzfenster lässt, wie wenig da eigentlich los ist. Ne? Also das will man manchmal auch gar nicht so richtig glauben. Also das ist, es lohnt sich schon, ob nur zu Fuß, mit dem Moped, mit dem Quad oder mit dem Fahrrad, dann die Bestände anzugucken. Das ist nochmal mein ganz pauschaler Appell, ganz profan, aber ich sehe eben, dass die Landwirte, genauso wie Herr Blackwen, ich fahre mit den Landwirten übers Feld und man sieht relativ wenige, die das Gleiche tun zur gleichen Zeit. Ja, und bei manchen Ackerbauern sage ich auch mal so spaßeshalber, wenn ich dann nach 14 Tagen wiederkomme, Ackerbauern, also jetzt nicht irgendwo, der noch eine Biogasanlage oder einen Stall zu managen hat, der sagt dann, oh gut, Stefan, dass du da bist, ich war seitdem du das letzte Mal da warst, vor 14 Tagen nicht auf dem Acker. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Danke, danke, Herr Deike. Sie sehen schon alle, das ist ein hochspannendes Thema. Wir können da wirklich schon uns Stunden eigentlich drüber unterhalten. Ich möchte dennoch noch mal meiner Kollegin Frau Biada die Chance geben, noch 2 weitere Fragen zu stellen, die im Chat aufgetaucht sind. Und die letzte Frage wäre dann die Schlussfrage an alle Teilnehmer. Ich gebe weiter. Ja, genau. Wir haben noch eine Frage zu dem Thema Biologicals und Biostimulantien. Das ist ja ein Thema, was immer wieder hoch diskutiert wird. Vielleicht gibt es da schon Erfahrungen bei dem einen oder anderen, wo man vielleicht noch ein paar Worte an die Teilnehmer weitergeben könnte, was es damit auf sich hat und wie da vielleicht auch die Zukunft aussehen könnte. Ja, schwierig.
Also die Erfahrungen sind so, erstens ist es so, dass man hier durchaus eine Begriffsvermischung ja meistens häufig verwendet. Das heißt also, Biostimulantien kommen ja aus, eigentlich aus dem Düngebereich, im Nährstoffbereich, sondern da die Pflanzen eben Nährstoffaufnahme, Abwehrkräfte stärken. Biologics sind eben Produkte, die eben nach Standards der biologischen Organismen zugelassen worden sind und bewertet worden sind. Und dann gibt es vielleicht noch die dritte Gruppe, sogenannte Low-Risk-Produkte, oder ich sage Naturstoffe vielleicht. Das sind ja so die drei, die eben vielleicht zur Verfügung. Bei den Biostimulantien ist es halt so, denen wird mittlerweile eine gewisse Wirkung gegenüber Schadpilzen oder Schadorganismen nachgesagt und dass eben durchaus da praktisch auch eine Zulassung angestrebt wird, eben wenn es dann vielleicht als Low-Risk eingestuft ist, ist es das nicht, würde praktisch die volle Datenanforderung eben eines Pflanzenschutzmittels greifen. So, das ist vielleicht so der Rahmen. Wie sind die Erfahrungen? Es wird sehr, sehr viel dort gearbeitet in diesem Bereich. Es gibt zig verschiedene Produkte, die entwickelt werden, nicht nur auf Bakterienbasis oder auf Fermentationsbasis, sondern auch andere Naturstoffe, die man vielleicht wiederentdeckt, die man aus anderen Bereichen kennt. In Dänemark, Frankreich, auch in anderen Ländern wird da noch mehr getan. Man muss nur bei der Anwendung wissen, dass das ein ganz anderes System sein wird. Die meisten dieser Produkte sind so gut wie nicht kurativ wirksam, nur minimal. Das heißt, also sie können meistens im Vorfeld, müssen sie ausgebracht werden, damit sie auf der Pflanzenoberfläche angelagert werden oder manche Stoffe sich in der Pflanzenblattgewebe etablieren können, um dann entweder die Pflanze in der Abwehrkraft zu stärken oder selber Stoffe zu bilden, die eben den Auskeimen von Sporen und Ähnliches eben verhindern. Das heißt also, hier müssten Sie viel öfter nach draußen gehen und gucken und schauen, das kombinieren vielleicht auch mit ja, Wetterstationen, Prognosemodellen, alles, was man dort zur Hilfe bekommen kann. Dann kann man sicherlich hier auch Wirkungsgrade erzielen von 30-40%. Das große Problem ist, bei diesen Stoffen sind sehr terminabhängig, sehr witterungsabhängig. Das heißt also, unter optimalen Bedingungen können sie sehr hohe Wirkungsgrade über 70% erreichen, sie können aber auch welche um 5% erreichen. Und das ist eben für einen Betrieb, der groß hat und der eben Produkte einkaufen, bislang eine etwas unzureichende Verlässlichkeit. Und sodass eben hier die Nutzung dieser Sachen aus meinen, nach meinen Kenntnissen her, ja, sie könnte mehr sein, als sie ist. Unter Glas läuft das ganz gut, aber im Freiland ist das eben sehr schwierig. Aber ich weiß, dass man eben hier durchaus noch Stoffe erwarten kann, weil das meistens sind Stoffe, die werden im Bereich der Natur isoliert, werden dann synthetisiert oder multipliziert, sag ich mal. Aber es muss eben so sein, dass sie eben verlässlich sind. Und deswegen ist das momentan erst im Entwickeln, aber noch nicht so, dass man wirklich sagen kann, das ist die zukünftige Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht in Kombination mit Sorten, mit breiten Eigenschaften, gerade bei bestimmten Erregern, wenn wir über Roster denken, die ja biotroph sind, wenn man vorher Schutz hat, wissen wir, dass das da einige Stoffe sehr gut eben das leisten können, bevor die Spore da auf dem Blatt kommt und auskeimen können, können also hier praktisch sowas verhindert werden oder die Sporen kollabieren oder fallen in sich zusammen. Also diese Erkenntnisse haben wir. Herr Blackwing, Sie hatten sich gemeldet. Ja, ganz kurz dazu. Also wir machen das. Da muss man manchmal dran glauben. Wir haben eine Anregung von einer Kollegin aus dem Dorf, die hat das schon gemacht und wir haben, dann machen das jetzt zusammen mit Acidobacter zum Beispiel Weizen und aber auch noch so Anspielereien machen bei uns alle jüngeren Leute. Und ich finde das total klasse. Und wer was gegen Homöopathie hat, der sollte die Finger davon lassen. Man muss ein bisschen dran glauben, aber Homöopathie ist ja nun auch anerkannt mittlerweile. Also ich finde, das ist die Fibelliste mal durchlesen, das ist richtig spannend. So, dann kommen wir zur letzten Frage in der heutigen Runde, weil jetzt läuft langsam die Zeit davon. Herr Blackwing, Sie hatten ja auch ein Limited aufgegeben. Sie wollten eigentlich schon längst weg sein, aber die letzte Frage, die stellen wir jetzt noch der ganzen Runde. Ich gebe weiter. Ja, vielleicht abschließend noch mal ein paar Worte. Herr Rodemann hatte eingangs gesagt, es braucht eine neue Definition des integrierten Pflanzenschutzes aus seiner Sicht. Wie diese Definition denn ja, unter den derzeitigen Bedingungen aussehen könnte? Ja, also, ja gut, wenn ich. Gut, die Überlegung ist ja eben, dass wir derzeit sagen, integrierter Pflanzenschutz, dass wir natürlich auf der einen Seite erst alle Maßnahmen haben, die vorbeugend wirken sollen. Die werden sicherlich den Bestand bleiben oder vielleicht eine größere Gewichtigkeit bekommen, wenn es letztlich um den Bereich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist. Es ist ja halt eben so, dass wir hier auch erst rausgehen, gucken, entscheiden, ist ein Befall da, ist kein Befall da oder ist ein Ungrasbesatz da, der jetzt hier bekämpfungswürdig ist und dann gemacht wird. Das wird sicherlich mit zukünftigen Produkten, die derzeit so entwickelt werden und auch auf Basis von Biologics eben so nicht möglich sein. Da ist es eben die Frage, ob man die Definitionen, die aus Ende der 80er, 90er sind,
ob die nicht etwas umgesetzt ändert werden müssen, dass man eben doch auch mit, wenn man vorbeugend mit bestimmten Produkten arbeiten kann, auch das als integrierten Pflanzenschutz natürlich machen kann. Aber vielleicht braucht man auch noch dazu andere Diagnosetools, jetzt statt nur zu gucken, Blattproben untersuchen oder auch mit optischen Geräten oder sowas, dass man diese Dinge damit integrieren kann, um einfach dann zu sagen, okay, es ist nicht nur erst gucken, warten, bis der Befall da ist und dann bekämpfen, weil wir die Produkte mit diesen Core-Tieflastungen, die wir hatten, zukünftig wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung haben werden. Herr Dr. Reike, wie würden Sie das definieren noch? Ja, relativ ähnlich, denn aber je komplexer so ein Verfahren ist, desto schwieriger ist es manchmal eben auch für die Praxis und die Hand oder die Anwender und desto schwieriger ist es dann auch zu definieren oftmals. Wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben erledigen, sage ich immer so ein bisschen platt formuliert. Also wir müssen wirklich alles in der Macht Stehende haben, um da wirklich dann gesunde, vitale Pflanzenbestände ins Feld zu stellen. Aber trotzdem reicht das eben manchmal nicht, ne? Also wir brauchen den Baukasten. Und vorhin kam ja die Anregung dort, wie kann man Pflanzenschutzmittel zulassen über Einschränkungen über die Jahre hinweg. Natürlich erstmal kann ich das befürworten. Es ist grundsätzlich wichtig und schön, wenn ein Wirkstoff erhalten bleibt. Aber diese Anwendung einmal in 5 Jahren oder alle 3 Jahre nur, das ist sehr schwer zu überblicken in der tatsächlichen Anwendung dann draußen, Flächentausch und so weiter, Fruchtfolgeumgestaltung, wenn es eben zu trocken war, kein Raps angebaut wurde, kommt eben doch ein Stoppelweizen oder was anderes hinterher. Also manchmal ist in der Praxis das, man kann gut planen, aber manchmal wird das dann auch ganz schnell umgeworfen. Also die Landwirte versuchen das, die haben es in der Hand und versuchen das eben mehr über indirekte Maßnahmen zu machen. Aber ja, eine gewisse Klaviatur in den Maßnahmen brauchen wir weiterhin. Ja, und das glaube ich, würden die anderen auch so unterschreiben. Wunderbar, besten Dank. So, wie ich sehe, wir sind Herr Schiller, ich darf da auch ganz kurz. Ach so, Entschuldigung, ja, natürlich, Herr Blackbeard, ich wollte also Sie nicht überschlagen. Bevor wir da eine Diskussion zu dem Thema machen, würde ich unbedingt erstmal von der Gesellschaft oder von der Politik stellvertretend Bekenntnis zum chemischen Pflanzenschutz haben wollen, sonst brauchen wir das hier gar nicht weiter zu betreiben. Weil der Realismus muss erstmal zurückkehren. Man muss es ja nicht so machen, wie wir es jetzt machen. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Es muss klar gesagt werden, was ist möglich und dann richten wir uns danach. Dieses so nach und nach alles in eine Richtung schieben, was anscheinend alle wollen, nämlich keinen chemischen Pflanzenschutz. Den wollen auch nicht die Biobetriebe. Da muss man auch mal Klartext reden. Da wird ja auch chemischer Pflanzenschutz betrieben. Also es ist eine klare Forderung an die gesellschaftlichen Vertreter, also die Politik hier mal zu sagen, was wir machen sollen und dann machen wir das. Und dann haben wir auch Ideen, wie wir das hier über Resistenzzüchtung oder über Fruchtfolgegestaltung auch umsetzen. Also wir sind, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr am Zuge, weil wir machen schon eine ganze Menge und das ist ja noch nicht unbedingt effektiv. Besten Dank, Herr Blackbeard. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich kurz, also ich wollte Sie nicht übergehen, es tut mir leid, ich habe Sie dann los. Ja, wie Sie schon sehen, wie gesagt, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir sind jetzt 8 Minuten über der Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich an die Referenten und ihren tiefen Einblick in dieses Thema und auch ihre Sichtweisen. Wir sehen ja auch, wo die Herausforderungen sind, wie wir damit umgehen zukünftig und vielleicht auch, wie wir das auch schon angesehen oder gesehen haben, dass es auch schon Ansätze gibt, okay, wie können wir diesen Herausforderungen oder wie können wir diese Herausforderungen bewältigen. Ich bedanke mich recht herzlich an allen, die hier daran teilgenommen haben an dem Forum. Und ja, wie gesagt, für die Referenten nochmal recht herzlichen Dank für die ganzen Teilnehmer an diesem Forum. Die DEG, wie Sie sehen, konnten wir hier auch diese hochkarätigen Referenten mit in das Forum hineinholen. Wir arbeiten an diesen Dingen. Wir versuchen auch, diese Informationen nach außen zu geben. Und es wird eigentlich komplett in diesem Sektor danach geforscht. Ich bedanke mich bei allen und wünsche uns erstmal für jetzt und für zukünftig eine gute Ernte.